Gut, na dann, mit unserer guten Sprungtechnik, die wir ja schon perfektioniert haben, hier schaut wupp und wupp und wuppati und schwuppati und kluppati und puppati und zuppati und ruppati, sind wir jetzt langsam draußen und dann könnten wir uns eigentlich in das Ork-Gebiet begeben. Das müsste ja irgendwo in diese Richtung sein. Aber eigentlich... Guck mal kurz auf die Map. Ja doch, der Weg müsste uns eigentlich da unten hinführen. Ja, machen wir es einfach mal. Mit ein bisschen Glück erwischen wir noch so ein, zwei... Ja. So ein, zwei gute Gegner, die uns ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Haben wir denn noch unseren Feuersturm? Ja, ein bisschen Mana haben wir auch noch. Rennen wir mal hier mit unserer Handfackel einfach durch die Welt. Und irgendwann vor wahrscheinlich ein paar Folgen war ich ja gerade dabei, euch allen Danke zu sagen, wie cool ihr seid. Das habe ich ja jetzt total vergessen, glaube ich. Also nochmal, Leute, großartig, dass ihr mich so supportet. Gut, damit wäre das jetzt auch abgeschlossen. Und, oh, ich hätte ja sehr gerne Untote vernichten irgendwie im Inventar. Gerade wo es ja hieß, dass der Xardas hier mit Untoten seine Zeit verbringt, so mit, also nicht, sie sind jetzt nicht seine Skat-Kumpels oder so, ne? Sondern, dass er eben, ja, mit der Beschwörung solcher Kreaturen seine Zeit verbringt. Da wäre es natürlich toll gewesen. Ach, guck mal. Hier ist das, wo wir diesen, wo wir Milton getroffen hatten. Da wäre es natürlich cool gewesen, hätten wir, wovon habe ich denn gerade eigentlich geredet? Einen Moment, da muss ich jetzt mal rekapitulieren. Ey, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren, ne? Na gut, dann machen wir dafür den Beißer fertig. Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Das ist ja ein Ding. Naja, gut. So. Also ihr seht, der Zauber ist einfach mega geil. Ah, oh, als ich den Faden verloren habe, ist ja krass. Also ich hoffe, ich habe gerade nicht erzählt solche Sachen wie zum Beispiel, ey, gestern war es total krass und wisst ihr, was ich gemacht habe? Und zwar habe ich gemacht... Faden verloren. Also ich hoffe nicht, dass es sowas war, sondern irgendwas eher Unwichtiges. Ich werde es mir einfach nochmal angucken und dann klappt das. Meint ihr, wir können den Schattenläufer mit unserem Feuersturm besiegen? Ich glaube ja überhaupt nicht. Aber irgendwie reizt es mich doch mal. Ich meine, immerhin könnten wir einen Feuersturm raufjagen. Anschließend einen Eisblock. Probieren wir es einfach mal. Es geht wahrscheinlich voll schief, aber... ein bisschen weg, ein bisschen weg, ein bisschen weg, ein bisschen weg, ein bisschen weg. So, das sieht doch gut aus. Scheiße. Boah. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich nur noch... Nice! Da müsst ihr jetzt mal zugeben, dass das gar nicht mal so schlecht war. Ich sag ja, unser Held ist mittlerweile, wenn man es ein bisschen clever anstellt, kann unser Held es wirklich mit den Größten aufnehmen. Natürlich noch nicht zwei, drei gleichzeitig oder so. Keine Sorge, so weit wird es auch noch kommen. Aber wir können schon ein wenig, können wir schon rocken. Ne? Also müsst ihr mal zugeben. So. Ich freue mich auch, dass wir jetzt hier so ein bisschen Eye-Candy haben, weil ihr halt immer mal so ein bisschen Magie sehen könnt. Das sind die gleichen Sounds wie die Molerats, oder? Oder irre ich mich? Nun ja, jetzt könnt ihr auch immer gleichzeitig nebenbei so ein bisschen Magie sehen und ist ja auch einfach eine geile Kiste. So, jetzt habe ich den guten Mana-Trank getrunken, so ein Mist. Die sind wertvoll, die Dinger. Aber sei es drum, wissen ja, wo wir neue herkriegen. Und wenn das so weitergeht, müssten wir eigentlich bald das nächste Level erreichen. 5000 Erfahrungspunkte noch, das ist in Zeiten wie diesen. Kapitel 4, ich glaube, das Spiel hat nur 6 Kapitel oder so. Gar nicht allzu schlecht. So, den können wir ja mal eineisen. Das macht die Sache um einiges leichter. Und die Eiswelle, müsst ihr euch vorstellen, diese Kreis 5-Rune, die macht diesen Eisblock quasi komplett um einen herum. Ja. Das würde so viel bedeuten wie, alle eingeeist. Dummerweise hat man als Magier dann eben, ja, muss man irgendwie anders die Gegner dann killen.
Oh, ey, das wird jetzt. Na gut. Mal gucken. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Yeah, Baby. Oh yeah. Gaming-Orgasmus, würde ich mal sagen. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Ich meine, das waren schon ein paar. Also, wow. Und gleich noch ein wenig Magie, denn es wird Nacht, aber nicht mehr genug Mana. Ah, da wollte ich euch ein Lichtchen zaubern, dass ihr hier schön zugucken könnt. Ja, schreibt doch mal in die Comments, ob wir noch ein bisschen Magie oder so, ein paar Punkte in Magie setzen, weil es ja eigentlich zurzeit echt gut läuft, ne? Mit der Magie und so. So, was haben wir denn da? Noch so ein paar. Man weiß ja nie, wie viele es eigentlich wirklich sind. Ah ja. Ah! Ist er für kurze Zeiten sogar paralysiert und brennt kaputt. Geil. Das ist sowieso das Coole an dem Zauber, dass er eben noch ein bisschen... Ja, die Gegner brennen eben noch so ein bisschen, ne? Und das macht immer noch Schaden. Und, ja, das kann man eigentlich nur gutheißen, wenn Gegner brennen und noch ein wenig Schaden kriegen. So, einmal auf den da und dann vielleicht noch auf den da. So, und jetzt die Waffe rausgeholt. Man holt die Waffe raus! Du Irrer! Hol die Waffe raus! Na also, oi, oi. Stirb! Oh. Oh. Geh kaputt! Nein! Oh, 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 oh. Gleich mal die Heilung wieder angezaubert. Diese Hunde, einfach nur durch ihre schiere Menge, machen echt einen guten Job, uns zu terrorisieren, ey. Muss ich mal kritisieren. So. Alles klar. Jetzt haben wir hier wenigstens ordentlich mal aufgeräumt. Ich würde mal sagen, das war so schlecht nicht. Mal schauen, ob hier noch irgendwo irgendwelche Gegner sind. Das müsste unser Feuersturm ja anvisieren können. Bisschen schade, dass wir so wenig mit dem Bogen machen. Aber der Zauber hier, der ist einfach... Oh. Habt ihr gesehen, wie viele Orkhunde das waren? Sehr witzig. Orkblatt wächst bei den Orkhunden. Eieiei. Na gut, ich meine, ein paar gut gesetzte Feuerstürme. Und die sind alle kaputt, ne? Muss man mal so sehen. Besser wäre natürlich, wenn wir irgendwo raufklettern könnten, wo die uns nicht... Oh. Wo die uns nicht erwischen könnten. So zum Beispiel hier. Mal sehen, ob wir hier raufkommen. Wenn wir hier nämlich raufkommen würden, dann könnten wir... Nice. Das könnte sich als ganz gutes, als ganz gute Ausgangsposition erweisen für uns. Mit dem Feuersturm jetzt mal ordentlich zwischen den Hunden dort aufzuräumen. Ja, wacht mal auf, ihr Biester! Tja, nicht getroffen, aber immerhin brennen sie alle ein bisschen. Heute gibt es Orkhund gegrillt. Lecker, lecker. So, dann müssen wir glatt noch mal ein bisschen Mana hier nachzappern. So. Bevor sie hochkommen. Irgendwann kommen sie nämlich bestimmt hoch. So, gleich der nächste. Das
meinte ich. Irgendwann kommen sie hoch und werfen uns runter. Das ist so die Art von Monstern. Den könnten wir ja vielleicht grillen. Dass ich immer die falsche Zahl hier drücke für den Feuersturm. Da ist er. Ah, wisst ihr was? Vielleicht ist das genau der richtige Punkt, um mal den Bogen ein wenig rauszuholen. Oh, guck mal, wie wenig Schaden der halt einfach macht. So, dann laden wir mal unser Mana auf. Ich würde fast sagen, der Kampf ist gewonnen. Viel mehr kann da eigentlich nicht mehr kommen. Ah, schon wieder den falschen. Ja, wir müssen mal unsere Magie ein wenig sortieren. So. Zack. Und wenn das gerade eben nicht episch war, dann weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Ja, guck mal, da hinten ist der Eingang. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich gegen Xardas ziehen. Ja, kommentieren, gut finden, was ihr wollt. Vor allem konstruktive Kritik, über die freue ich mich immer. Gut, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö und bin raus.